In folgendem Film zeigen wir etwas aus der Zeitungszucht des Peter Wahl, der mehrfacher Landesmeister, mehrfacher Deutschmeister und mehrfacher Weltmeister ist. Im Hintergrund habe ich ein paar Schwarzbusch-Zeisig, die von Peter Wahl erworben haben. Sie haben eben 5 ausgeflogene Jungvögel. Anschließend nach dem Film von Peter Wahl folgt ein Film von Hans-Joachim Rhein über seine Jahre als Zeisig-Zucht. Ich wünsche viel Erfolg beim Anschauen. Welche war jetzt eigentlich am schwierigsten von der Zucht her? Die Gelbhochzeisig. Ist es immer so, dass Gelbhochzeisig schwierig ist? Immer wieder so Probleme. Und immer. Den Fütterer, der trägt nichts. Aha. Macht Eier kaputt und irgendwelche. Der Menschen halt. Und Schwarzbuchzeisig? Geht eigentlich ganz gut. Ah. Aber es hat auch immer wieder welche dabei, wo ganz Eier absterben bzw. schlüpfen. Meinst du, ist das futtermäßig, was du nachher noch aufgestellt hast? Ne? Das Futter, das ist kein Futter. Das ist eine fertige Mischung. Das ist ne? Ja. Fertige Mischung? Das ist kein Futter, das ist ein Spezial. Also das da halt so. Ja. Und das Kalbfutter besteht aus 2 Teilen Kalbfutter-Zeisig Spezial, einem Teil Sonnenblumen Mikro und einem Teil Jägersalz. Ist das das, was jetzt da Hanna? Das ist die fertige Mischung. Das ist die fertige Mischung, ja. Der Hanna? Mhm. Das da Hanna ist jetzt das? Das Kalbfutter Spezial. Kalbfutter Spezial und das da auch zwei Einheiten Spezial. 2 Spezial. Eine Einheit Sonnenblumen und eine Einheit Jägersalz. Die Megasaten sind die Sonnenblumen, die Mikro. Die Mikro. Das ist dann ja vom Blattner, oder? Vom Blattner, ja. So, wahrscheinlich ist momentan jetzt auf der Beste der erfolgreichste, was die Kohlenhaftbälle Karolina. Mit Sicherheit, ja. Mit den 60 was kriegst du durch, alles. Ja. Alles klar, ich wollte sehen, da ist schon mal schwer. Super. Das schwätzt mir nur die Bande. Gut. Das sind deine Ersatzfähige Geräte. Aha. Gerade Gelbhoch, Kapunzel-Zeisig. Schwarzbusch und Magellan, alle beieinander. Magellan, die sind alle beieinander. Da sind jetzt noch 2 Hähne drin von der Deutschen Meisterschaft für die Magellan, Champion-Kollektion. Und mein Schwarzbusch, der Weltmeister, der ist auch dabei. Muss ich jetzt anrufen, dass ich den Schwarzbusch kaufe? Der hat einen blauen Ring. Ja. Der mit dem blauen Ring. Ja.
Maus liegt gerade. Der, wo du links sitzt, oder? Ja, er ist das dritte. Mag ich auf dem Steckel, aber in der gelbe. Mag ich auch in gelb hoch, das ist das zweite. Da sind auch noch zwei Kapuze dabei von der Deichgemeinschaft. Von einer Kollektion? Ja. Und das sind ja meine Fegel, das wäre ja ohne künstliche Farbe gesagt, nur mit Grünfutter. Da also haben wir ja schon oft genug diskutiert, ja. Auch bei uns am Stammtisch. Viele behaupten, das geht nicht, aber ich kann das beweisen, ich habe das schon mehrmals das Deichgemeinschaft gemacht und die Fegel sind genauso rot und das Rot ist schöner, wenn das abgedruckt wird. Die Kapuze sind echt spitze. Mag ich das auch, wenn man die da oben drin hätte. Also, schlecht. Was gut ist, das ist immer dieses Jahr. Also, gucke, dass ich das so aufnehme. Da ist so eine Menge dann tätig, ja. Ja, das ist ganz getriebig, ne? Ja, und das ist halt auch gut so, weil die stacheln sich derart auf da drinnen, die sind rank und schlank und als Panzager fast jeder befruchtet da jedes Ei. Aha. Und so haben die immer alle meine Hähne in der Dreifachbox drinnen, recht eng. Und da sind die 8 Wochen drin vor der Zucht, bevor ich anfange. Aha. Und dann sind die alle fit. Natürlich fliegen da mal ein paar Fäder, klar, aber ja. Das ist ganz normal. Das hier will ich wieder zumachen, nicht, dass ich das aufnehme. Ich nehme das auch. So. Und da unten sind die Mädels drin. Die Mädels? Ah, ja. Ja. Die Weibchen doch so, so schöne Magellanweibler. Ja. Die Kapuze auch schön. Schwarzbusch, den ich auch schön gesehen habe. Ja, genau. So steckt die immer nach dahin. Ja. Die wird gelb auch noch drinnen, Weiber. Gelb auch, die sind auch schön. Ja. Wer so mein Verkohl, der hätte ein paar von denen, ja? Richtig. So. Schöne Fee.
Du tust immer mit den Silos kein Futter aussetzen, gell? Das Keimfutter ist jetzt von gestern. Das sieht man jetzt schon, dass es anfängt mit Keimen. Ich wollte auch, das ist ja also richtig gute, keimfähige Ware, gell? Ja. Und der Raumtemperatur? Das ist von heute. Das war schräg. Mittag angesetzt. Und da kommt 10 Tropfen mit Resan. Zum Pilze abtöten. Genau. Das kann man dann bedenkenlos, wenn es fertig ist, auch mehrere Stunden drin lassen, ohne dass es säuert und alles. Und es riecht angenehm und ist echt gut. Ja. Ist das jetzt ein spezielles Keimfutter, ne? Oder ist das vom Blattner? Das ist 1A oder speziell. So halt noch. Ich würde die Sonne nur drunter mischen. Aux. Ist das ein feuchtes? Nein, trocken. Ein feuchtes, aber auch mit Legesalz. Aha, mit keinem Legesalz. Und das nehmen wir jetzt auf. Das sind ja Melder oder was? Ja, Fogen, die so drauf drin. Sind das Melder? Sieht man gar nicht, ja. Sieht halt besser so aus. Wie viele Junge hat die? Vier. Vier Junge. Und heute wieder das erste Ei. Ja. Gut. Wie alt sind die jetzt, wenn die jetzt ausgeflogen sind? 34 Tage. 34 Tage. Das ist halbreife Kolberhose und Silberhose. Jeden Tag gibt es frisch. Jeden Tag frisch. Ja, meistens abends. So, 5, 6 Uhr. Und jetzt tust du ja auch einen befeuchten quasi. Ja. Ja. Gut feucht. Gut feucht machen. Du schaust immer den Chicorée anschneiden und nachher allen zu Blatt eingeben, gell? Ich weiß nicht, wie viel jetzt da war. Frisch geschlüpfte. Putzen wir schon was weg, oder? Ja. Thank you.
Wie alt sind die jetzt? Zwei Tage. Zwei Tage. Und das sind jetzt Magellan. Gut. Und das sind auch? Magellan. Auch Magellan. Und euer Futter, wann gibt es Schnüsse? Das kriegt ihr auch hier. Das kriegt ihr auch mit. Und da ist die Schale da mit Kalk und ist jetzt Krit? Das ist Krit, das ist Kalk, DDE-Vogelmineralien, dann der Taubenstoff, der Gauss. Und dann noch ein bisschen Sand. Ein bisschen Sand dazu, ja. Und kann. Halt den Muschelgrill, den Gräber. Das heißt, es ist ja unterschiedlich. Wenn Tag ist, dann der Tag könnte, je nachdem. Mhm. Die Gelbauch, die sind. Ach, das sind schon junge da. Die sind auch schon älter, gell? Ja. Vier Stück würde ich auch. Vier junge da drin. Gelbauch 30. Cool. Kapuze drin. Ja. Ich habe so einen Jungen geht und die dann halt fünf Felder hochgeht. Und dann halt einen drunter weg, weil sie so schlecht mit drin ist. Ja. Ja. Ich würde auch schon wieder die Stufe einsteigen.
zwei Junge drin. Der hängt auch bei einem Gittertrage. Ja. Ich habe unten so Naschen eingestellt, damit sie aufkommen besser. Die ersten zwei, drei Tage ist es ein bisschen schwer aufzubringen. Ja, wir können jetzt hier hoch, die Hunde hoch dauern noch mal. Ja. Naja, man hat sich ein bisschen Probleme hochzukommen. Ja. Ja. Wieder hoch auf die Stecke. Junge Kapuze. Ja. Das sind wir auch schon ein bisschen. Ja. 14 Tage. Wie viel? 14. 14 Tage. Ja, die fliege da später aus wie ja, ja. Das, ja, gut. Schwarzbusch 30, wie viele Junge hast du da? 6 bis jetzt. 6 Junge. Und das ist ein Hof, der leere Alke. Nein, die Junge gehen nicht befruchtet. Ein Kapuzer, wie viele Jungen hast du da? 16. 16 Jungen. Das ist ja ganz schön, das ist kein Futter, die kleine Zähne. Die Schüssel ist ja auch hart, die Schüssel. Oder frisch, die falsche Zähne. Das hebt ja auch ziemlich viel, wenn man ziemlich viel Kleinfutter rein tut. Das ist schon mal rein. Und wenn man die Sonnenblume dann auch gern aufhört, ich habe es nicht. Das zweite Mann wird ganz schwer. Von der Maria, ja, Champion Kollektion. Ja, muss ich da jetzt mal machen, Champion. Mhm. Auf der Deutsche, Karoline Champion. Das wurde gut da rein. Jetzt sieht da am Weibchen, der um den Schnabel rum ist, der auch ganz schön gediert. Ja. Gediert von der Junge, ja. Mhm. Ja, ich kenne da die Junge jetzt da zu gewinnen. Ja, die sind jetzt auch schon 28 Tage alt. Ah ja, ja, ist klar. Kurz davor, um 30 Uhr. So, jetzt sind wir mal runter, wie das so gut war.
egal, das ist nicht so schön. Und da bin ich in der Ja.
Sommerfutter nehmen wir zuerst zu schneiden auf, gell? Ja. Kokosfasernschnabel. Ja. Das ist auch der Putz von der Eger. Egermaler hat sich so erhebt. Für die alte Fütterung im Nest. Thank you.
paar schöne schwarze Buchstaben, oder? Mhm. Jetzt auch vier Junge, gell? Ja. Hier ist der rechts, ja. Mhm. Der von mir ist die vordere Tür von früher. Ja. Super gleich, ja. Ja. Sind das da drinnen? Ja, ja. Thank you.
Ersatzfäge dann auch. Ja, ja. Ein paar schöne so Fäder. Ja, gute Kollektion. Hans-Joachim Rein wurde 2002 auf der CUM-Schau in Ypres, Belgien, mit Jarel Zeissig Einzelvogel Weltmeister. Ich besuchte den Weltmeister und konnte die Zucht der Jarel Zeissig bis ins Detail filmen. Hier setzte er ein Männchen zu einem Weibchen, um das Balzverhalten der Jarel Zeissig zu zeigen. Leider ließ ich das Weibchen nicht befliegen, weil es sich durch meine Kamera gestört fühlte. Hier ein paar Jarel Zeissig in der Zuchtbox. Hier ein Gelege mit 4 Eiern. Hier ein 5er Gelege. Und hier 5 befruchtete Eier. Hier rudert das Weibchen auf neugeborene Jungvögel. Die Jungvögel wurden schon von der ersten Stunde ab sehr gut gefüttert. Man sieht dies an den gefüllten Kröpfen. Mehrmals wird das Nest vom Weibchen angeflogen, damit durch die Erschütterung des Nestes die Jungvögel zum Schnabelsperren animiert werden. Das Weibchen war erfolgreich. Sie kann nun die Jungvögel füttern. Nach erfolgter Fütterung werden die Jungvögel wieder gehudert, damit sie nicht auskühlen. Sehr oft verlässt das Weibchen das Nest zur Futteraufnahme. Thank you.
Halbreife, tiefgefrorene Silberhirse ist ein begehrtes Aufzuchtfutter. Es wird sehr gierig aufgenommen. Gekeimte Negersaat, Eifutter und gefrostetes Mädesüß ergänzen den Speisezettel. Und wieder werden die Jungvögel gefüttert. Hier sieht man das Männchen zum ersten Mal am Nest. Es säubert das Nest vom frisch abgesetzten Kot der Jungvögel. Und wieder werden die Jungvögel vom Weibchen sehr gut gefüttert. Das Männchen sitzt am Nestrand, das Weibchen hudert die Jungvögel. Mädesüß, eine hervorragende Futterpflanze für Jahrelzeisige. Halbreif wird sie sehr gierig aufgenommen und an die Jungen weitergegeben. Mungbohnenblätter wird als Grünfutter während der Zucht angeboten. Das Grünfutter wird in Plastikschalen herangezogen. Mungbohnen, gekeimte Negersaat und halbreife Silberhirse wird im Wechsel aufgenommen. Dann wird das Nest aufgesucht, um die Jungvögel zu füttern. Sieben Tage später besuchte ich wieder Hans-Joachim Rhein, um den Fortschritt der Jungvögel festzuhalten. Hier sieht man schön, wie Grünfutter und halbreife Sämereien an die Jungvögel weitergefüttert wird. Das Nest wird sauber gehalten. Frisch abgesetzter Kot der Jungvögel wird vom Weibchen aufgenommen und verschlungen.
Eifrig wird wieder Mädelsüß und Silberhirse aufgenommen. Wieder wird mehrmals das Nest angeflogen, bis die Jungvögel ihre Schnäbel sperren. Auch das Männchen beteiligte sich eifrig bei der Fütterung der Jungvögel. Die Jungvögel wurden vor dem siebten Tag beringt. Sie sind sehr gut gefüttert. Und wieder wird eifrig von den Eltern Futter aufgenommen. Das Weibchen erwies sich als ein sehr gutes Elternteil. Es fütterte Junge sehr eifrig. Hier die Jungvögel nach mehrmaligem Füttern der Eltern mit prall gefüllten Kröpfen. Hier erklärt mir Hans-Joachim Rhein, wer sein Keimfutter zubereitet. Perillia hell keimt auch. Andivius, die kleine. Dann Salatsamer Reis. Dann die kleine Sonnenblume. Und Negersaat. Kommt in den Strumpf rein. Zubunden. Und nach etwa 2 Stunden gewässert. Jetzt die von gestern, Schreinenägersaat, das sieht man schon, Keim. So, die kannst du jetzt
Die spüle ich aus. Das ist jetzt genau 24 Stunden an. Und dann kannst du es abtropfen lassen und dann kommt es ein bisschen in den Kühlschrank für morgen früh. Ganz so weit, das lasse ich noch bis morgen drin. Aber man sieht auch schon gleich die Keimspitze, gell? Hättest irgendwie eine heimtötende Wirkung oder so. Kann man aber nicht vorstellen, oder? Also klar, zum Beispiel, aber so jetzt hier aber normalerweise Keime bilden. Ja, aber so Schimmelding und so. Das passt dann ein. Das ist mein Zug gestern. Für morgen früh. Das lässt jetzt so bis morgen früh. Bis morgen früh, dann kommt das raus. Mhm. Die zwei sind für. Ne, das ist es. Das kommt raus und die zwei sind für das Dachdruck. Ja. Hier wird das Keimfutter verabreicht. Neun Tage später besuchte ich Hans-Joachim Rhein ein drittes Mal. Die Jungvögel waren prächtig gewachsen. Die Jungvögel wurden von den Eltern eifrig gefüttert. Getrockneter Rheinfarn wurde auch als Futter angeboten. Er wurde sehr eifrig gefressen und an die Jungvögel weitergegeben.
Die Jungvögel sind kurz vor dem Flügewerden. Ein Traum eines jedes Züchters. Die Bilder sprechen für sich. Auch das Ausfliegen des ersten Jungvogels konnte ich mit der Kamera festhalten. Am ausgeflogenen Jungvogel erkennt man, dass die Jungen sehr gut gefüttert wurden. Der Jungvogel kam außerhalb des Nestes sehr schnell zurecht. Die Eltern sind wieder sehr eifrig bei der Futteraufnahme. Hier Mädesüß und halbreife Sonnenblumen, die kleine Art, halbreife Silberhirse und getrockneter Rheinfarn. Hier zeigte mir Hans-Joachim Rhein den getrockneten Rheinfarn. Rheinfarn, ein beliebtes Futter für Jahrhundertsäisige. Der erste ausgeflogene Jahrhundertsäisig wurde auch außerhalb des Nestes von seiner Mutter gefüttert. Die verbliebenen Jungvögel im Nest waren ständig in Bewegung. Auch Körperpflege wurde betrieben. Die drei Nesthäkchen wurden von der Mutter nicht vergessen.
Der ausgeflogene Jungvogel sieht weltmeisterlich aus. Und wieder Körperpflege. Die drei Jungvögel wurden von der Mutter in sehr kurzen Abständen gefüttert. Hier verabreicht Hans-Joachim Rhein den abgesetzten Jungvögel der ersten Bruden, frisches Mädesüß, Silberhirse, Mungbohnen und Sonnenblumen. Eifrig machen sich die Jungvögel an das frische Futter ran. Die jungen Jarell-Zeisige beginnen sich schon umzufarben. Mädesüß, ein beliebtes Futter. Hier tiefgefrorene kleine Sonnenblumen. Hier die abgesetzten Jungvögel der ersten Bruten. Die Jungvögel kommen später in größere Volieren. Ältere Jungvögel in größeren Volieren. Jungvögel zusammen mit Altvögel. Jungvögel in der Mauser. Prächtig anzusehende Vögel. Gemeinsam mit Schwarzbusch-Zeisige und Gelbbauch-Zeisige fliegen die jungen Jarell-Zeisige mit Altvögel-Jarell-Zeisig umher. Hier sehr schöne Jarell-Zeisige Männchen. Und zum Schluss zeige ich noch die Futterpflanzen der Jarell-Zeisige in der freien Natur.
Im Sommer besuchte ich das Hirsezentrum von Albrecht Reuter, der Silberhirse auf riesigen Feldern anbaut. Von ihm beziehen wir Züchter unsere halbreife Silberhirse. Und deshalb war es recht wechselhaft. Hier sind wir auf einem Silberhirsefeld. Ja. Mein Gott, eine große Rednerin. Also ist die Silberhirse im Halbreifezustand. Jetzt in dem Zustand, wie es jetzt gerade ist, speziell für Exode. Diese Woche, also jetzt haben wir vielleicht die nächsten 5 bis 10 Tage, ernten wir da vielleicht noch für Exode raus, je nach Witterung, und danach für Sittich und Großsittich, wenn es dann reifer ist, wenn es vorne schon braun ist, die Körner, und da sind sie vorne schon fest und Hände noch ein kleines bisschen weich, dann halt für Großsittich und für Papageien. Und jetzt, so wie es da ist, für die Exode. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich auch verschiedene Würmer, die da im Stängel leben. Und der ganze Seite hat dann im Stiel drin gelebt und dann ist das oben abgebrochen. Und da hat es dann öfters mal welche dabei. Aha. Weil wir sind ja in der Kolbehirse und in der Silberhirse haben wir einen Schädling, der eigentlich viel Schaden macht. Das ist ein Maiszünsler. Das ist normalerweise ein Falter. Und er legt seine Eier an irgendein Blatt unterseite nahe. Aus den Eiern schlupfen Trauben, die bohren ein Loch in den Stiel und leben dann im Mark drinnen. Und dort, wo halt der frisst, da stirbt alles, was drüber ist, stirbt ab. Und im Mais, wo er eigentlich herkommt, da ist so, dass der Maisstängel so dick ist, was trotzdem noch die Pflanze halbwegs versorgt wird. Und beim Mais ist der Vorteil auch da hängt ja der Kolben, das haben wir ernten will, in der Mitte. Und wenn er dann oben im Kolben nagt, dann bricht dann wohl das obere Teil mal ab und stirbt vielleicht auch ab. Aber da ist dann nicht der Schaden nicht so groß, aber während der Hirse, da ist also der Schaden dann schon manchmal sehr groß. Wenn also, das sieht so ein bisschen abgenagt. Ja. Wir haben hat er wahrscheinlich ein bisschen hergenagt und dann haben wir dann das ernten will, ins rausgezogen und dann war halt nichts mehr. An dem. Und wir sitzen dann halt Nützlinge gegen den Maiszünsler ein, wo dann den Maiszünsler wiederum bekämpft. Aber da sage ich jetzt, will ich eigentlich nicht so viel dazu sagen. Wie und was das ganz genau ist. Betriebsgeheimnis. Ach ja, ich meine, die sich da mit beschäftigen, die wissen es wahrscheinlich, was wir dann da einsetzen, woher wir das. Also sind halt wieder Nützlinge, andere Tiere, wo den Schädling bekämpfen. In der Regel, da ist es so, dass der Nützling seine Eier in die Eier von dem Schädling reinlegt. Und somit dem seine Nachkommen auch, kleine Raupe wahrscheinlich, erstmal das Ei ausfressen und dann ist vorbei. Und dann die paar Schädlinge, wo dann noch rumsauert, wie gesagt, da kommt halt sowas vor. Das ist dann 0,1% oder 1%, wo da vielleicht hey sein kann noch. Und das ist der Schussapparat gegen die Spatze. Wo dann Spatze bekämpft wird. Und das ist dann auch Spatzenbekämpfung. Manche Äcker brauchen es fast gar nicht, weil es gar keine dort hat. Ein anderer ist ganz schlimm. Das kommt immer darauf an, ist irgendwelche Hecke da oder irgendwelche Bäume in der Nähe oder auch wenn ein landwirtschaftlicher Hof direkt daneben ist, wo dann die Spatze. Da sind sie ja über den Winter, fressen Mais aus dem Silo und bleibt ja auch immer was liegen. Da ist dann schon schlimm mit der Spatze. Und da ging es ohne Schussapparat nicht. Wenn man da Verlust haben wir trotzdem, aber wir halten die Spatze halt in einem Eck und dort fressen sie alles radikal. Da wird also ein Kolben wirklich runterputzt bis aufs nichts mehr. Und wenn wir es nicht machen würden, dann wäre es überall und überall wäre ein bisschen was angefressen. Und natürlich dann auch der Kot noch nicht von ihnen, somit auch wieder Krankheit eventuell auf dem Futter und deswegen ohne Schussapparat geht es nicht.
Und wenn man das rechtzeitig anfängt, dann ist es so, dass man schon oft gar keine Vögel daherkommt. Wenn man eigentlich dann gewartet hat, bis sie schon drinnen gewesen sind, dann musst du natürlich viel mehr ballern, um dass sie wieder fortkriegst. Sie gehen dann, das ist dann so, wenn dann angenommen hier am Acker wäre eine Hecke, dann werden die in die Hecke reinfliegen und jedes Mal, wenn es knallt, hocken sie ein bisschen innen rein, bis sie weiter reingeht und dann kommen sie gleich wieder angeflogen, schon wieder da. Aber wenn dann die Hecke 500 Meter weg sind, dann fliegen sie halt die 500 Meter daneben. Und dann ist es dann irgendwann mal blöd, da hin und her zum Fliegen und sagen, jetzt ist es uns einfach, gehen wir woanders nach. Und deswegen gucke ich auch ein bisschen mit den Äcker, was nicht unbedingt allzu viel Hecke und landwirtschaftliche Höfe noch ist. Ich tausche mit meinen Kollegen, was auch die Äckergräser wird, was sich auch rendiert, was man so einen Schussapparat einsetzt, weil den muss ich auch bedienen. Da ist mal wieder die Elektronik futsch oder spend die Schaltuhr. Also irgendwann mal nachts schießt, dann ruft einer an, da knallt ein Schussapparat. Und dann kann ich nachts um 10 Uhr auf der Ackernaus rennen und gucken, was los ist, schalten in der Regel ab und am anderen Tag reparieren dann, aber da ist oft dann halt Schaltuhr hängen geblieben. Also so Dinge machst du dann halt auch mit. Oder ich habe auch schon natürlich Gemeinde fragt dann auch mal nach, ja was ist los, muss das sein oder so. Aber durch das, dass wir hier im Weinbaugebiet sind, wo dann eh in 2-3 Wochen in die Wingert anfangen zum Knallen. Mhm. Und da ist meiner viel harmloser, weil mir viele ganz andere Zeitabstände einhalten. Der schießt jetzt, ich kann ihn steuern, dass er alle 5-8 Minuten schießt, oder ich kann ihn steuern, dass er alle 16-30 Minuten schießt, irgendwo dazwischen drin, dann schießt er halt 4-5 Mal in der Stunde, aber immer 3 Mal. Mhm. Weil was einmal, so wie es in den Weinberg ist, nützt nichts. Da fliegen die Spatzen bis hoch und dann kommen sie gleich wieder runter. Und durch die 3 Male sind sie gerade hochgeflogen, kriegen sie einen drauf, dann fliegen sie weg und wenn sie im Flug sind, nochmal einen drauf und dann gehen sie erst richtig weg. Sonst, klar musst du halt auch investieren, das Ding kostet halt auch sein Geld. Und die erste, wo man gekauft hat, war, dann hat es einmal geregnet und das Wasser innen drin gestanden, dann war die Platine her und da kannst du dann wieder 500 Mark setzen und jetzt geht es halbwegs. Es ist zwar immer ein bisschen ärger noch mit den Batterien, da haben sie auch noch nichts rechts drin, am Anfang haben sie normale 1,5 Volt drinnen geht und dann hat man wieder eine Kontakt geht und dann war auch wieder nichts und wurde aber immer ein bisschen besser. Haben wir es auch am Anfang ausgestellt, so wie man es geliefert kriegt hat. Inzwischen decken wir es halt ab mit so Wellplatte da und seitdem ist kein Problem. Jetzt gucken wir noch Lokre an. Lokre kolben wir sie auf der anderen Seite.